Hallo, Nginx mit PHP. In diesem Screencast wird erläutert, wie der Webserver Nginx mit PHP ausgestattet werden kann. Und zwar verschaffe ich mir als erstes Root-Rechte mit der Eingabe SU und Passwort eingeben. Momentan befinde ich mich im Ordner USR, Share, NGINX, HTML. Als erstes starte ich mal den Webserver mit System CTL Start NGINX.Service. Okay, gleich mal testen, Localhost eingeben. Und da läuft der Webserver auch schon. Okay, dann erstelle ich ein PHP-Skript für das Ausprobieren. Und zwar mit touch i.php wird die Datei erstellt. Und mit dem Texteditor Nano kann ich nun diese Datei bearbeiten. Hier gebe ich eine PHP-Funktion ein, PHP-Info. Okay. Dann Steuerung O. So wird die Zeichenkette gesichert. Dann Steuerung X, um den Editor wieder zu beenden. Dann muss ich zusätzlich noch ein Paket installieren mit YUM Leerzeichen. Install Leerzeichen PHP-VPM. Das ist der FastCGI-Prozessmanager, der zusätzlich noch installiert wird. Ja. Okay, und gleich mal das Skript testen. Es müsste noch nicht gehen. Nein. Okay, dann starte ich als erstes mal den Prozessmanager mit System CTL, Leerzeichen, Start, Leerzeichen und PHP-VPM. Service. Okay. Und dann modifiziere ich die Datei default.conf im Verzeichnis etc nginx conf.d. Auch wieder mit dem Texteditor Nano. Ich gebe ein Nano, ziehe dann einfach die Datei ins Terminal. Okay, und hier gebe ich dann zusätzlich noch ein Location, eben diese Zeile. Dann kommt zusätzlich noch die Zeile hinzu und noch die. Und natürlich auch wieder Klammer zu. So, das dürfte reichen. Datei sichern, Steuerung O. Und Editor beenden, Steuerung X. Und dann den Webserver neu starten. Restart. System CTL Restart nginx.service. Und jetzt müsste das Ganze funktionieren. i.php. Und PHP ist verfügbar. Ciao und viel Glück.